Zack. Ach, wir sind ja in dieser Snitch Und damit hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Let's Play Harry Potter. Meine Maus ist wieder viel zu schnell. Ich habe nicht mehr so viel Ahnung, wo wir jetzt lang mussten. Ja, wir haben doch letztens hier wir müssen hier Filch ausweichen, das weiß ich. Snitch da, genau. Aber wo ist denn Filch? Hier nicht. Nee, da nicht. Also wie wäre das, wenn man zaubert, wird man sichtbar. Und genau. Sauk hat das letzte Mal gemacht, das weiß ich. Hat auch ganz schön viel Leben verloren. Wo ist er? Ah. Da ist er! Wo ist er denn jetzt drin? Bitte, dass ich dich nicht finde. Wo muss ich denn hin? Da oben gibt's eine Bohne. Ja, das waren doch nicht so Spiele, 1000 Rücksetzpunkte und so. Da muss man doch original. Was macht die Katze da? Ich glaube ja. Wo ist er denn jetzt? Da. Da. Muss ich hier hin? Wo muss ich hin? Hier nicht. Da kann ich flippendieren. Da ist flippendieren. Der fast knusselig. Warum hat der Loch im Kopf? Warum kann der uns sehen? Wie läuft es mit der Bodensuche? Fred und George planen mal wieder einen Streich, nicht wahr? Ich habe von deinem Sieg beim Quidditch gehört. Red noch lauter ins Ziel. Hast den Pokal schon fast in der Hand, was? Ja, gut, dass wir drüber gesprochen haben. Und nu? Nee! Ja, wir müssen da schon nach oben, glaube ich. Da hinten ist ja, wenn der, ich jetzt runterfalle, falle ich mir genau auf den Kopf. Das würde ich vielleicht kurz ein bisschen warten. Hat dann immer funktioniert. Die ganze, die gegen die Wand läuft, ist einfach das Beste. Ich glaube auch, das gehört eigentlich. Wie kommst du denn darauf? Ich und Springen in diesem Spiel ist immer so eine Sache. Kann also gleich schief gehen. Konnte man den Stift schneller rennen? Nee, ne? Nee, es gibt kein Sprint. Das ist ein Spiel aus dem Jahr 2000. Schlag mich tot. Jawohl, Gurix. Alles die Tür auf. War zu. Aha. Was geht hier vor? Wer war das? Jemand ist nach mir vorbei. Das stimmt überhaupt nicht. Jetzt muss er da quasi 1, 2 Jump und dann rüber zum Halbkopflosen. Ich vergesse immer wieder, wie schön diese Kletteranimationen sind. Ich sehe nix. Gott, was war das denn? Ich sah nix. Ich sehe nichts, habe ich gesagt. Das ist ein Buch. Sehr gut, ich glaube, das ist nicht relevant für uns. Na gut. Es wird das Buch der Bohnen. Was machst du? Ja, manchmal klammert er sich ja nirgendwo fest, aber diesmal. Gefühl, Nick soll uns sagen, wo wir lang müssen. Warte mal, hier ist bestimmt was versteckt, wenn ich da lang gehe, oder? Ich glaube, da kommst du einfach wieder zurück. Okay. Da drüben sind wir noch rein. Wir müssen jetzt einmal von der Ecke zu Ecke. Das ist aber gerade unter mir, das macht mir Angst. Da unten ist er auch. Nee, hinter dem Geländer. Jetzt wird's spannend. Meinst du, ich soll einfach hier weiterspringen? Ja, oder? No risk, no fun. Das ist dein Motto. Schön. Schöner Spielzug. Da ist der fast kopflos. Ja, das kann ich nicht. Ich kann da nicht durchlaufen. Oh, Mrs. Norris. Oh nein! Die jumpt auf die Dinger! Was soll das? Okay, jetzt musst du timen, Gurix. Die jumpt überall hin. Die hat ihren Versuch, das Regal zu verschieben, scheinbar aufgegeben. Oh! Wo läuft sie jetzt weiter? Nee, das war zu früh. Oh. Das war knapp. Meinst du, ich soll hier nach rechts? Oder nach links? Da ist Mrs. Norris. Ich geh mal hier weg. Da ist heißt zu. Die so, ja, die heißt oder? So. Hier ist zu. Jetzt ist sie weggesprungen.
Wo muss ich denn? Achso, das geht da weiter. Ja. Sie kommt! Ja, sie kommt! Da, wo du hin bist jetzt. Oh, er sah wieder nichts. Ist ja ein bisschen anspannend hier, ne? Vor allem so ganz ohne Speicherbücher. Jetzt da unten kann ich alle Humor haben. Da unten ist, kannst du alle humorieren. Ist zu. Da kannst du gar nichts machen. Ich höre einen Schokofrosch. Was ist das denn? Der trimagische Pokal. Bisschen früh dafür. Sind wir jetzt frei? Oh, der Spiegel Nähe gibt. Ich glaube ja. Wow. Beste Cutscene ever. Im Spiegel Nerhegib und der Herr ganz schön leise. Eltern James und Lily Potter sehen. Harry starrte sie sehnsüchtig an. Fast so, als hoffe er, durch das Glas zu ihnen zu gelangen. Er erstarrte, als er plötzlich ein Geräusch hinter sich hörte. Harry drehte sich langsam. Der ist doch schon längst umgedreht. Wie hunderte Menschen vor dir hast du die Freuden des Spiegels Nerhegib entdeckt, sagte Professor Dumbledore. Er erklärte Harry, dass man in diesem Spiegel nichts anderes als seine tiefsten und verzweifelsten Herzenswünsche sehe. Und auch, dass man aus ihm weder Wissen erlangen, noch die Wahrheit in ihm erkennen könne. Der Spiegel Nerhegib kommt bald an einen neuen Platz, erklärte Dumbledore. Dann fügte er hinzu, dass Harry nun gewappnet sei, falls er noch einmal auf den Spiegel stoßen würde. Ja. Gewappnet? So viel hat er da aber noch nicht gedacht. Im Buch hat er das noch nicht gedacht. Erst im Nachhinein hat er gedacht, ob Dumbledore ihn wohl dahin gelockt hat. Ja, aber dann wäre ja die komische Filch da nicht. Das sind eigentlich auch zwei verschiedene Geschichten. Also eigentlich ist die Geschichte mit dem Turm nicht parallel zu der Spiegel-Nähe-Gib-Geschichte. Spiegel-Nähe-Gib kommt in Weihnachtsferien und, Da kann ich nicht beurteilen, dann müsste ich den Film nochmal sehen. Nee, im Film wird das wohl nicht so getrennt sein. Ich könnte mir vorstellen, dass das ziemlich stringent dem Film folgt, dieses Spiel. Ja, ist nee. Auch besser so. Hä? Jetzt gehen wir wieder zurück, oder was? Ja, wir müssen ja jetzt wieder raus. Nee, wir waren ja oder? Schon auf dem Rückweg. Muss ich jetzt echt hier nochmal durchschleichen? Ich habe keine Lust mehr auf Schleichen. Ja, jetzt sind wir halt auf dem rückigeren Weg. Da ist zum Beispiel, das sieht gut aus. Kannst du da alle humorieren, da wo das klingt? Ein Speicherbuch. Jo, das ist ein Speicherbuch. Ich vorher mal kurz nochmal gucken möchte. Hier war doch vorhin zu. Ist jetzt hier immer noch zu? Ja. Haben wir das geklärt? Ja. Gut, dass hätte ja sein können, dass da irgendwie eine Bildkarte ist. Harry rennt währenddessen mal gegen die Wand. Nein. Nein. Geh erstmal zum Speicher. Nein. Das war ein Distanzschuss. Ja. Das ist eine Bildkarte. Nee. Ein kurzer Fehler. Nicht so wild. Wer bist du denn? Na moin. Das ist bestimmt der junge Professor... Was? Du hast abgehakt. Das ist der junge Professor Dumbledore. Das müsste ja Gellert Grindelwald nicht weit sein. Da ist, kannst du alle humorieren. Ja. Hallo. Aber den Distanzschuss hast du hinbekommen, ne? Muss ich jetzt mich eigentlich immer noch bedeckt halten? Scheinbar. Also wenn der Filch wiederkommt, dann auf jeden Fall. Es ist immer wieder schön, wieder zu sehen. Da kannst du wieder Alu. Oh, ja? Die ist aber auch pingelig, was das angeht. Ja, sicherlich. Oh nein. Man kommt jetzt nur noch durch dieses Tor nach draußen und es macht einen ohrenbetäubenden Lärm. Du bewachst die eine Seite des Raumes und ich werde diese Seite hier bewachen. Ist Mrs. Norris eigentlich eine Katze von Haus aus, oder? Das wird nie geklärt. War das schon mal anders? Aber es ist eine Katze, ziemlich sicher. Aber das wird nie geklärt.
muss ich da jetzt hinspringen? Meinst du, ich kann über die Balken springen? Das schaffe ich doch niemals. Du kennst Harrys Hochziehkünste. Ich glaube, ich muss da unten durch, aber ich probiere das einmal. Aber ich könnte mir vorstellen, dass das nicht geht. Doch. Oh. Aber das ist doch noch weiter, oder? Mrs. Norris guckt mich an. Ich habe Angst vor Mrs. Norris. Ja? Ach so. Aber das war zu früh. Nicht runter. Einfach jump vielleicht. Ja. Ja, ja, das geht. Nee. Ich spring in die Decke. Nee. Easy. Ja. Monsieur Gorix. Das war wieder zu viel. Ich hoffe, aber du hast den Ding ins Kopf. Ich hoffe, wir machen das nicht alles für eine Bohne. Sieht aber so aus. Hat sich gelohnt, würde ich sagen. Ja, wir müssen jetzt durch dieses Tor halt durch, da unten, ne? Dieses Tor ist fest. Meinst du, hier runter ist noch ein Dings? Warte mal, man konnte doch. Ich lauf mal rückwärts. Harry kann sehr gut rückwärts laufen. Ich fürchte, ich muss da jetzt drauf zaubern, oder? Meinst du, auf diese. Dieses auf die Sandsäcke, da? Die keine Sandsäcke sind. Wo sind sie denn? Da ist Filch. Da ist Filch. Und da ist Mrs. Norris. Hat wunderbar funktioniert. Ich hab auch nicht mal was angezeigt, ne? Wir könnten jetzt warten darauf, dass die hier möglichst weit weg sind. Und dann versuchen. Diese Kameraführung. Wo musst du hin? Typ. Ja, ich probier das jetzt, ne? Ja, probier aus. Probier aus. Du musst nur auf den Filch auf. Ich glaube, das geht nicht. Aus. Nu? Du musst da in den Außenraum. Vielleicht ist das wie ein Glockenturm. Du musst das hochziehen. Oh, nee. Oh nein! Diviosa! Ich glaube, du musst da weg. Meinst du? Oh! Ich gehe mal nicht durch die Tür gerade. Ja, nicht der Schlauste, hier ne? Ist niemand. Dies ist nicht der Harry, den du suchst. Ich kann mir vorstellen, dass da das Gleiche machen muss. Aber die einzige Frage, die sich immer wieder gestellt wird, ist, ob Mrs. Norris wohl durch Tarnumhänge sehen kann. Also ob Katzen durch Tarnumhänge blicken können. Das wird öfter gefragt. War das Spiel aber sehr nett zu mir. Das war aber nicht mittig. Ja eben, deshalb. Alles ist gut, hier ist keiner. Gott, sie ist kurz losgesprungen. Und dann mitten im Sprung wieder umzudrehen. Sie wollte mir einen Schock des Lebens geben. Und jetzt? Muss ich da hinten auch noch durch Türen? Oder meinst du, ich soll nochmal zaubern? Wohin mal zu zaubern? Das geht nicht. Hä? Ich glaube, hier sind noch mehr Räume. Da ist the Cat of the Dead of Oyster. Schalte mal jetzt den linken Türflügel da auf. Dauert ja ewig. Ja, man muss ja auch irgendwie. Ohne Spaß, wenn da mal eine schnell. Wenn dahinter ein Klo ist, ne? Und da jemand aber Durchfall hat. Das muss noch ein bisschen höher. Achso, ja. Oder ist das Fischding? Das ist Norris. Das ist nicht das Fischding. Aber wie sie kurz losspringt. Wie man einen Schock des Lebens bereitet. Wo ist Fisch? Da. Apropos Leben, mir gefällt es überhaupt nicht, mit so wenig Leben rumzurennen. Aha! Oh, jetzt stellen sie Wache. Das heißt im Umkehrschluss, du musst jetzt bestimmt irgendwann anzaubern, dass die da weggehen und du da hingehen kannst. Katzin. Peeves! Dafür werde ich dich verbannen! Wo will er hin? Weg von Peeves. Warum? Das ist
Noch ein bisschen Norris da. Oh, es ist nur noch Rubble the Cat hier. Sollen wir die töten? Tja, ne? Kannst du die Vase anzaubern, damit die dann quasi nicht, wenn die Finch, die Katze da, Meinst du von hier so? Genau, nütze die Pöller, weise. Der Zahn. Ja! Er ist ein Genie, er baut einen Turm. Wo sind wir jetzt? Boss Battle with Peace. Jetzt kommt doch bestimmt wieder Fred und Georg und wollen... Tatsächlich. Hey, Harry, wir sehen dich, obwohl du unsichtbar bist. Jo. Ganz ehrlich, das sind normale Schüler, ne? Die kennen mehr Geheimnisse über diese scheiß Schule. Komm mal mit. Wo fahren wir denn jetzt hin? In die Unterwelt. Kannst du den Tabu nochmal ausziehen? Wie ging diese Dingens im Film aus? Das, Fred und Georg, also Fred und George kommen in dieser Geschichte eigentlich überhaupt nicht vor. Und einen Aufzug kann ich mich auch nicht erinnern. Und so war Harry für immer alleine in den Kerkern gefangen. Jetzt ist er auch nicht mehr unsichtbar. Ja moin! Das ist der Bohnenraum! Da liegen ein paar mehr. Welche 25 Bohnen für euch? Geschafft. Jetzt haben wir genug Bohnen. Danke, Harry. Ohne dich. Aber hat der Boy da nicht gerade mitgenommen? Hier, nimm diese Bildkarte. Jawohl! Ich hab immer gewusst, dass deine Bildkarte drin ist. Kfams. Danke, Harry. Die haben wir wirklich dringend gebraucht. Und vergiss nicht, du weißt nichts über unser Vorhaben. Natürlich nicht. Es ist unser Geheimnis, okay? Ja, was habt ihr denn vor mit den Bohnen? Schon, wir haben noch eine Menge zu tun. Machen wir jetzt was? Boden essen. Da 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 da. Da 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 da. Was war das denn? Oh Gott, jetzt ist meine Maus wieder im Alarm. Wie war denn das? Hier auch nicht, oder? Nee. Das ganz rechte da. Nee, die da unten. Nichts unten. Rowena Ravenclaw ist das. Dat unbekannt, Mitgründer von Hogwarts. Nach ihr wurde eins der vier Häuser benannt. Ach, hier gibt's nur ein Bild auf der letzten Seite, wer das wohl ist. Hier darf ich nicht weiterlaufen. Ist das euer Ernst? Das heißt, du musst jetzt zurück, oder was? Ja, dann fahr doch mal den Aufzug wieder hoch. Das hat sich jetzt ja echt gelohnt. Ob ich, wenn ich nicht so schnell gehandelt hätte, hier vielleicht gar nicht runtergekommen wäre? Oder ob das eine Cutscene war? Wenn ich nicht so schnell Ich glaube, du bist doch da gar also nicht hingelaufen. Also ich bin definitiv da hingelaufen, aber ob das die Cutscene von selbst gemacht hat, ist eine andere Frage. Das weiß ich. Das werden wir nie erfahren. Ich laufe weiter. Jetzt sind wir nicht mehr unsichtbar. Jetzt beginnt also wieder regular Harry Potter. Weiß ich nicht, wir eigentlich müssen wir erwischt werden. Eigentlich, weil eigentlich ist die Geschichte so. Wir sind jetzt in der Bibliothek, aber ohne Umgang und mit Schülern. Und Harry lüfteten das Geheimnis des Steins der Weisen. Mit diesem Stein. Wow, so wird das jetzt mal kurz in zwei Sätzen abgehandelt. Das ganze Buch kümmern sie sich darum, wer wohl Nicholas Flamel ist. Rätsel über Rätsel. Ja, und dann haben sie ihm das Rätsel gelöst. Hermine meinte, dass in dem Päckchen, das Hagrid bei Gringotts abgeholt habe, wahrscheinlich bei der Stein der Weisen gewesen wäre. Sie sagte, nun befände sich der Stein der Weisen vermutlich im verbotenen Korridor und werde von dem knurrenden Ungeheuer bewacht. Snape benimmt sich irgendwie verdächtig. Vielleicht hat er vor, den Stein der Weisen zu stehlen. Aber Snape würde nie etwas unternehmen, solange Dumbledore in der Nähe ist. Aber Dumbledore hat sich vor 10 Minuten auf den Weg zum Zaubereiministerium nach London gemacht. Ja, das hat er Hermine persönlich mitgeteilt. Er es heute Nacht versuchen. Los, wir müssen was unternehmen. Echt jetzt? Nein, woher weiß sie das? Also eigentlich kriegen sie das schon raus, aber das ist schon sehr abgekürzt. Und was ist mit Filch? Er beobachtet ständig.
kann ich den verbotenen Aber die, an die kann ich mich aus dem Film erinnern, an die da. Dame, das war die dicke Dame da. Wir wollen ja korrekt bleiben hier. Ich finde übrigens den Stand von Hermine immer gut. So, ja, Mensch, ich bin so viel schlauer als ihr. Oh, jetzt hat sie irgendwas. Eine Fernbedienung für das Garagentor. Los jetzt! Eine Bildkarte! So schnell hier, wir müssen das noch die. Oh, Bildkarte und zwei. Ja, ich hab's immer gewusst. Wir sind immer noch Bildkarte nicht voll. Drin. Trotz zwei Schokofröschen. Wie viel Leben hast du denn verloren? Ja, du. Wir sind gestartet mit einem Drittel der Lebensenergie. Ich auch letztes Mal. Ja. Das ist Roderick Plumpton. Sucher des britischen Teams. Fing in 3,5 Sekunden den Schnatz und hält somit den britischen Rekord. Britischer Rekord, als würde das irgendwen interessieren. Oh, wir sind ja schon zurückgerannt, weil ich mir so lange Zeit lassen habe. Ah, ich erinnere mich an die Filmszene jetzt. Jetzt finden wir doch hier den zweiköpfigen Hut oder sowas. Weißt du was? Wir sollten da besser nicht reingehen. Aber wir müssen Snape aufhalten. Nein. Kommt jetzt Guitar Hero Minispiel? Das wäre geil. Aber man muss die Musik vorspielen, damit er einschlägt. Wir stehen schon auf seinem Kopf. Auf dem wunderbar aufgelösten Kopf. Oh Gott, wie sieht das denn aus? Ich habe selten das sowas hässliches gesehen. Das sind Polygone, die sind aber auch... Da sind ein paar Polygone an die richtigen Stellen geraten. Vorsicht, Harry! Okay, wie machen wir denn fertig jetzt? Wir Musik spielen. Ja, dann drück doch. Was? Der pustet da einfach nur rein. Hä? Ich weiß ja, nicht, ich spiel Musik. Das ist eher so eine kaputte Luftpumpe. Ich drück einfach nur die linke Maustaste. Ja, aber ist klar, man kann mit dem Nacken nicht so gut Flöte spielen, ne? Stimmt oder nicht? Ich weiß nicht, was ich machen muss. Das nicht? Ich darf hier nicht nach links rennen, das macht mir irgendwie Angst. Also ich glaube, ich mach den... Vielleicht... Oh! Jetzt spielt er auf einmal schön! Oh! Eine schläft! Aber noch nicht ganz. Jetzt... Der schläft, der ist jetzt. Jetzt wacht er links wieder auf. Oh Gott. Achtung, er greift an. Das heißt, musst du jetzt immer unten halten. Was? Wie soll das denn funktionieren? Nein, bitte. Das ist auch so clunky. Aber das ist doch nicht clunky. Aua. Jetzt schläft er. Das sieht gut aus. Jetzt ist der... Nee. Jetzt ist der ganz links wieder... Nee, er fällt um jetzt einfach. Das wäre das komischste Minispiel, was ich je gespielt habe. Nein, da will ich nicht runter. Meine. Da ist die Venomosa Tentacula, glaube ich, heißt sie. Runter. Was? Siehst du gleich, hoffentlich. Wenn sie das nicht auch weglassen. Das ist eigentlich auch falsch. Eigentlich fällt Harry als erstes. Nee, Ron fällt als erstes, aber Hermine fällt als letzte. Und der fällt nämlich auf, dass das nicht so gut ist, was sie da gerade machen. Wo sind wir denn jetzt? In der Höhle der Ranken. Ich weiß, was es ist. Das ist eine Teufelsschlinge. Das nächste Mal werde ich glaube, Venomosa Tentacula in. Eva, das ist eine Teufelsschlinge. Also, das sagen die beides. Hast du schon mal gesagt? Das sagen die beides. Eigentlich. Oh Gott, ist das schon wieder clunky.
greifen dich an! Ja, warum machst du jetzt Pause? Die Folge vorbei, jetzt Tag ist beim nächsten Mal dran, das war's für heute. Ja, genau, du kriegst gleich eine Gelatz. Jo, Rätsel des Folgendenken und Rätselaspekteur, dann einen schönen Tag. Macht's gut, tschüss. Ich würde mir überlegen, wann ich den Bildschirm gleich beendet sein, was?